Jan hat uns geschrieben. Meine Freundin hat demnächst Geburtstag. Wir führen sehr viele philosophische und tiefsinnige Gespräche. Gibt es da ein neues Buch, das ich ihr schenken könnte? Und das ich dann vielleicht auch noch selbst lesen könnte? Ja, hallo Jan. Für dich würde ich Die Frau mit dem roten Tuch empfehlen. Das ist wirklich ein Buchtipp. Erschienen im Hansa Verlag von Just Steingada, der neue Roman. Solrun und Stein heißen die beiden Protagonisten. Sie sind beide Mitte 50 und waren vor über 30 Jahren ein Liebespaar. Und dann geschah etwas höchst Dramatisches, was diese Liebe sehr schnell wieder ersterben ließ. Die beiden haben sich damals getrennt, jeder lebt sein Leben, ist seinen Weg gegangen mit neuen Partnerschaften. Und jetzt, nach dieser langen Zeit, treffen sie sich ganz überraschend wieder. Und zwar wieder an dem Ort in Norwegen, wo damals alles geschehen war. Die beiden fragen sich, kann das Zufall sein? Das ist ja doch sehr, sehr mysteriös. Wieder zu Hause beschließen sie, sich E-Mails zu schreiben. Das ganze Buch besteht letztlich aus diesem aufgeschriebenen E-Mail-Kontakt. Und ein bisschen nachzuarbeiten und nachzuvollziehen, was damals eigentlich geschehen ist. Sie haben es doch die ganze Zeit über verdrängt und nicht weiter darüber nachgedacht. Jetzt ist der Moment gekommen. Sie haben sehr gegensätzliche Lebensauffassungen. Hatten Sie damals schon, haben Sie immer noch. Und darüber tauschen Sie sich nun aus. Stein ist Wissenschaftler. Er schreibt in einer E-Mail, dass im Universum keine Absicht, keine Zielrichtung und kein Wesenskern festgelegt ist, erscheint den meisten Wissenschaftlern selbstverständlich. Solrun sieht das ganz anders. Sie spricht von dem großen Sternenabenteuer. Sie sagt, wir sind glitzernde Geister. Sie spricht von Zauberperlen aus Bewusstsein. Also sehr viel unterschiedlicher können zwei Lebensphilosophien eigentlich gar nicht sein. Im Lauf dieses E-Mail-Kontaktes bemerkt man als Leser, wie wichtig die Rolle der Frau mit dem roten Tuch ist. Ein schönes Cover übrigens auch. Die Frau mit dem roten Tuch, sehr mysteriös, auch was sie damals zu den beiden gesagt hat, was sie auch akustisch schon völlig anders verstanden haben und dann anders ausgelegt haben für den Rest ihres Lebens. Die beiden beschließen sich jetzt noch einmal zu treffen, und zwar wieder in Norwegen, wieder an diesem Ort, und dann überschlagen sich die Ereignisse. Dieses Buch hat einen großen Nachhall hinterlassen bei mir. Ich muss sagen, ich habe noch viele Tage darüber nachdenken müssen, nicht unbedingt um Partei zu ergreifen für die eine oder für die andere Meinung. Beide Meinungen haben ihre Richtigkeit, ihre Weisheit, ihre Gültigkeit, sondern darüber, ist es wirklich im Leben so wichtig, immer Recht zu haben, immer, immer und um jeden Preis. Beide, Solrun und Stein, beharren sehr auf ihrem Standpunkt und sie zahlen beide einen verdammt hohen Preis dafür. Das Buch liest sich auf vielen Ebenen wirklich toll und interessant. Es ist spirituell, wissenschaftlich, theologisch, philosophisch. Also das ist wirklich ein Knaller und ich glaube, ich werde dieses Buch nochmal lesen, weil es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also, lieber Jan, für dich.